Genau da vor uns. Was macht der Löhr? Guck, oder? Bewegt sich. Todesstrafe. Ich wollte's auch sehen. Der hat einfach nur ein Fragezeichen geschickt. Aber in die Richtung mit einem vielleicht irgendwann mal wieder oder damaligen Real Exus. Servus. Servus, als Sebi 18 hier ist. Er ist 18 Jahre alt. Nein, ich bin 19. Ja. Das ist eine Lüge. Und doch nochmal Fortnite, auch wenn ich es eigentlich gar nicht spielen wollte, aber gut. Ich drück mal bereit. Jetzt macht's irgendwie süchtig. Wir wollen ja nur unser Geschenk ausprobieren, was wir da bekommen haben. Und natürlich. Jetzt ist der Suchtfaktor wieder da. Das ist schlimm. Was, spielen oder aufnehmen? Du nimmst ja nicht auf. Nee, nee. Spielen. Los geht's! Ich stell doch die Kugelschüttel hier. Ich schüttel mal meine Kugel. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Ich schüttel meine Kugel. Ich bin mal gespannt, ob es den Voice Chat hier auch aufnimmt. Wie gesagt, bei meiner Aufnahme war schon komplett weg. Wo ist er denn? Da ist er! Ja. Hey, du Mammut! Guck mal, ich habe ein Sys-Zeichen hinter mir. Haha! Oh. So, wo wollen wir denn hin? I don't know. Da rechts in dem Wald, da ist so ein Holzturm, der da so rausguckt. Geh mal da hin, ne? Wo? Zu dem Holzturm hier rechts. Im Wald. Okay? Okay. Also jetzt spring nach rechts. Hey, ich hab diese... Ich hab diese Lichterkette an den Ärmeln. Ja, die hab ich auch. Und gleich kommt der Millennium Falken. Denke ich mal, hoffe ich doch. Gespannt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gleich mal so. Ja! Boah, wie geil! Scheiße! Ey, das ist ja geil, das Teil. Man sieht gar nicht mehr, wo man hingeht. Der ist so fett. Ich lande einfach mal auf dem Dach, mal gucken. Vor allem, du musst mal drauf hören, wenn du nach hinten lenkst und dann wieder nach vorne gehst, dann gibt er wieder so seine Triebwerke geben dann Vollgas. Ja. So geil. Nicht so geil ist, dass ich hier am Berg feststecke. Echt jetzt? Ja, ich komme da nicht hoch. Leider. Er kommt nicht hoch. So geil. So, das war's. Tschüss. Anmo, wo bist denn du? Da unten bist du. Hey, du. Was machst du? Auf dem Turm. Ich bin auf dem Turm gelandet, ja. Das Blöde ist, den Millennium Falken kann man jetzt nicht nochmal rufen. Schade. Wo gehen wir hin? Guck mal da. Guck mal da. Hä, hey, what the fuck? Mein Charakter hat die ganze Zeit so nach links und rechts geguckt gerade. Wie so ein Behinderter mit einem Schlaganfall. Wo haben wir Star Wars? Ja, nein. Ja, nein? Edgy Bad. Jetzt ist das Mammut böse. Er lässt einfach die Waffen liegen, der Affe. Ja, ich hab schon zwei so Waffen. Ach so. Gehen wir mal zu dem Haus hier drüben. Lol, bei uns ist schon einer tot in der Gruppe. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ah, das raubt mal zu zweit. Naja. Oh. Oh.
haben wir denn da? Oh. Ein Infanteriegewehr. Guck mal da. Guck mal da. Boah, jetzt ist wieder so ein heftiger Sturm, der ist sogar jetzt im Haus drin. Wo bist du denn? Da, wo du nicht bist. Bleib mal stehen. Lol, wieso schmilzt sich nicht? Kekse. Kekse. Wir sind nicht die Blumenkuh, wir sind die Schneemannkuh. Frosty Schuhe und Frosty Kuh. Guck mal, da steht drauf Food. Oh. Wenn du dich duckst, dann sind wir gut versteckt. Wenn du irgendjemanden siehst, totstellen. Kann man eigentlich auch rausschießen aus dem Ding? Meinst du, ich sehe hier drin fett aus? Vielleicht kriegen wir den Nudelkopf da irgendwie wieder zum Leben. I don't know. Boah, das sieht so geil aus. Hau ab! Wo ist denn der überhaupt, der Typ? Ah, der ist hinter dem Berg irgendwo. Wo gehen wir hin? Auf dem Berg? Ich nix wissen. Frosty immer frisch. Boah, allein dafür hätte ich jetzt schon wieder das voll geile Thumbnail. Thumbnails, genau, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Ja, ja, bitte. Gehen wir mal hoch auf den Gipfel hier. Oh, guck mal, ist das ein Lebkuchenmann da oben auf dem Dach? Wie geil ist das denn? Hat vorhin saß auch einer in einem Polizeiauto drin. Echt? Ein Lebkuchenmann? Ja. Aha. Alter, das wäre jetzt voll heftig, wenn das ein Jumpscare wäre. Kann man da rein? Ja. Iglo. Ey, wenn unser neues Zuhause. Wenn wir durchpassen. Gibt's hier Star Wars? Ja, direkt wieder auf Star Wars aus ist. Achso, nee, ich hab ja gar kein Laserschwert. Na gut. Ach, geh mir die andere Tür raus, ne? Au. Oh. Nein! Geh rein! Das wär's doch, wenn man als Schneemänner gewinne. Alle kloppen sich kaputt, außer wir beide. Wir können ja mal einfach stehen bleiben. Mal gucken, ob die Leute einfach an uns vorbeirennen. Moment so jetzt. Einfach still stehen bleiben. Darfst aber auch nicht rumgucken, wirklich. Du guckst in die eine Richtung und ich in die andere. Dann sehen wir ja, ob jemand vorbeiläuft oder nicht. Du guckst nach da und ich guck nach da. Achso, ja gut, okay. 2 Stunden später. Genau. Ich bin echt mal gespannt, ob da jemand einfach an uns vorbeirennt, ey. Das ist so eine hirnrissige Idee.
Eiskern ist vorbei, bitte. Ich hab rechts gerade auf dem Ohr, habe ich jemand. Ich links. Der steht direkt neben uns, aber ich kann nicht gucken. Ich auch nicht. Das ist belastend. Mal gucken, ob der gleich an dir vorbeiläuft oder bei mir. Bleib mal bis zum Ende des Spiels als Schneemänner, ey. Wir müssen laufen. Die Wand kommt gleich. Okay. Ich hoffe nur, der sieht uns. Ich hoffe, uns sieht uns keine. Bist du, wo da die ganze Zeit so leise ist? Ich dachte schon, Alter, was ist jetzt los? Ja, die Tarnung ist ja mega stark. So, kann man es vielleicht bis zum Ende gewinnen? Welche Richtung drehst du dich? So? Moment, warte. Ich guck da. Okay, dann guck ich in die andere Richtung. Oh oh. Ich schreib dir mal, dass es gerade nicht geht. Wir dürfen nicht auffallen. Ja, genau, das schreibe ich jetzt. Wir dürfen nicht auffallen. Genau da vor uns. Was macht der Löhr? Er bewegt sich. Guck mal da. Ich weiß es, ich wollte es auch sehen. Das hat einfach nur ein Fragezeichen geschickt. Aber in die Richtung, wo ich gucke, müsste man eventuell gleich langlaufen. Die Wand kommt nämlich. Das schreibe ich jetzt auch, aber in die Richtung, wo er guckt, müsste man auch laufen. Beeil dich aber. Ja, okay. Okay, auf drei, eins. Halt. In der, ja. Beeil dich, die Wand kommt gleich in 18 Sekunden. Müssen wir... Oh, wie langsam schreibst du? Ich glaube, ich schreibe auf mein Handy, wenn du die Hand will. Let's go. Okay, in meine Richtung, Trottel. Die Schneemänner auf der Flucht. Aber wirklich, weg hier. Das ist so dämlich. Kann man als Schneemann im Wasser? Ja, wo bist du? Ich bin direkt hinter dir. Tümpel. Was? Das geht wirklich. Wie geil ist das denn? Ich tümpel an Schneemann im Wasser rum. Boah, wie ein übertrieben fettes Walross. Hey, hast du mich etwa fett genannt? Ich bin doch auch ein Schneemann, du Affe. Ist das geil. Noch ein Stückchen weiter, damit wir richtig im Kreis drin sind, so. Da kommt die Wand, die wird jetzt allerdings ziemlich nah bei uns sein. Vielleicht sollten wir rechts... Fuck! Ist aufgefallen! Du hast dich zu viel bewegt, oder was? Nein! Fuck! Das war mein Fehler. Ja, ich hab's gemerkt, du bist die ganze Zeit weitergelaufen, ey. Ich hab nicht gemerkt, dass da... Scheiße! Es hätte geklappt. Ich bin doch stehen geblieben. Ganz unverständlich so. Hä? Oh Mann. Ey, ich hab geschrieben so, wir dürfen nicht auffallen. Fragezeichen. Ich, aber jetzt in die Richtung, in der er schaut, müssen wir laufen. Hä?